Wie kann man sich das vorstellen? Das wollte ich auch gerade nochmal fragen. Es gibt ja heutzutage so auch diese bineuralen Sounds und Ja, diese ja. ganzen, was man sich da anhören kann. Ist es ein bisschen eher so oder jetzt sagtest du eben Popmusik, also das klingt dann ja eher so wie Radio. Genau, es ist kein binauraler Sound, ne, oder, ne, also Ja. wo dann da entsprechend was im Kopf entsteht, sage ich mal, ne, sondern du hast wirklich, es sind klassische Tracks, die halt, also klassische Musik, ja, oder Popmusik eben in der anderen Linie, die halt moduliert sind, entsprechend dieser Studienergebnisse, die dann dazu führen, dass der Muskel trainiert wird. Okay. Und es hört sich auch, wie gesagt, erstmal unangenehm manchmal an oder erstmal ungewohnt an, weil man ja die Musik in dem vollen Spektrum kennt oftmals. Wenn man jetzt irgendwie klassischer Musikhörer, Liebhaber ist, dann kennt man die Stücke mal oder Popmusik kennt auch jeder. Und dann hat man da also ja durchaus erstmal vielleicht eine Irritation, aber das ist auch okay so, weil Gunter Schmidt hat immer gesagt, wenn wir keine Irritation bewirken, dann haben wir keinen Erfolg. Wir müssen also ein Problemsystem erstmal verstören, so hat er das gesagt. Ja. Und wie schnell spürt man da Veränderungen? Das ist sehr unterschiedlich. Also bei manchen Menschen ist es so, die müssen das erstmal mehrfach machen. Deswegen haben wir das so als Package für ein halbes Jahr. Bei einigen ist sofort nach dem ersten Mal hören, manchmal schon nach ein paar Tagen, ein großer Shift vorhanden. Ja. Ja. Und habt ihr da auch viele Leute dabei, die tatsächlich auch Probleme mit dem Darm haben, die das getestet haben für sich? Ja. Ja. Definitiv. Also, weil ich sag mal, Darm ist ja aufgrund der ganzen beschriebenen Thematik, die wir vorher hatten, bei all den ganzen Sachen, ob das jetzt Trauma ist, Ängste ist, beruflicher Stress ist, ist das ja irgendwie bei den meisten auch ein Thema und mit involviert, ne? Und da gibt's schon oft die Rückmeldung, dass es auf der Ebene dann Verbesserungen gegeben hat, ja. Ja. Genau. Ja, also diese drei Phasen unterscheiden sich eben erstmal in diesem Connect. Das ist so diese Verbindung, dieser Aufbau, um sich erstmal dazu orientieren, um was geht's überhaupt, was ist die Musik. Dann ist eben diese veränderte Phase, die also den Prozess der Veränderung initiiert. Und dann ist eben die Ausbalancierungsphase, die quasi die Integrationsphase ist, wo man dann das nachhaltig nochmal ankert, wo eine leichtere Modulation noch drin ist. So. Und das ist eben die ganze Zeit parallel hörbar, um sich mal zu entspannen, runterzufahren und zu regulieren.